Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video heute soll es mal wieder um Gesichtspflege gehen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen und Monaten eine komplett neue Skincare-Range für mich ausgetestet. Es geht um die amerikanische Marke Good Molecules. Die gehört dem Online-Shop Beautylish, also wird von denen vertrieben ausschließlich. Und sie erinnert mich in vielen Punkten doch sehr, sehr, sehr an The Ordinary. Und weil ich eben weiß, dass viele von euch auch sehr interessiert an den The Ordinary Produkten sind, vielleicht auch über die Videos, die ich dazu gemacht habe, auf meinen Kanal gekommen sind, dachte ich mir, das ist doch mal sehr, sehr spannend und dem muss ich ein großes, ausführliches Video widmen. Ich möchte am Anfang gleich sagen, dass ich ein paar dieser Produkte von Beautylish zugeschickt bekommen habe. Ich habe mir auch welche davon selber gekauft. Ich glaube, 4 sind selbst gekauft und die anderen habe ich zugeschickt bekommen. Es besteht keinerlei Kooperation. Ich kriege kein Geld für das Video. Ich bekomme regelmäßig die Neuigkeiten von Good Molecules zugeschickt, ohne dass da irgendeine Gegenleistung erwartet wird. Also dieses Video entsteht aus meinen freien Stücken, weil ich euch die Produkte vorstellen möchte, weil ich so ein bisschen einen Vergleich ziehen möchte und weil es da auch eben wirklich Produkte gibt, die meiner Meinung nach echt einzigartig sind. Nur, dass ihr dafür Bescheid wisst. Genau, Good Molecules hat mittlerweile eine Range von Produkten, die meiner Meinung nach so ungefähr um die 20 liegt. Neben verschiedenen Gesichtspflegeprodukten, zum Beispiel Ölen, aber auch Serien mit Wirkstoffen, gibt es auch Reinigungsprodukte. Ich habe jetzt, glaube ich, hier 3 Reinigungsprodukte, 4, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ihr werdet es gleich sehen, und habe in den letzten Wochen damit ausschließlich meine Hautpflege betrieben. Jetzt ist es so, man soll ja nicht auf einmal mit sehr vielen neuen Produkten einsteigen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer 1 bis 1,5 Wochen, also so 10 Tage Abstand gelassen, habe die Produkte nacheinander in meine Hautpflegeroutine eingeführt, um dann eben zu sehen, was einen signifikanten Effekt bringt, was vielleicht verbessert, was verschlechtert. Und dementsprechend kann ich euch jetzt heute zu 9 Produkten meiner Meinung nach ein sehr gutes Feedback geben. Es gibt Produkte, die finde ich nicht so berauschend, nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ich würde sie nachkaufen. Es gibt aber welche, die finde ich wirklich ganz außergewöhnlich. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Video. Das Design der Produkte von Good Molecules folgt einem ganz simplen Schema eigentlich. Man hat immer diese Fläschchen hier, dann ist ein einfarbiges Etikett und drumherum hat man so ein Watercolor-Muster, würde ich das jetzt mal nennen. Ich finde es richtig, richtig schön und man kriegt das immer verpackt in einer Papierverpackung, wo dann nochmal auch Informationen zu draufstehen. Einmal die Ingredienzien. Man muss sagen, Good Molecules entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das bedeutet, am Anfang bekam man auf den Produkten noch solche Inhaltsstofflisten. Mittlerweile ist es so, dass man solche Listen kriegt, wo auch Prozentangaben der Inhaltsstoffe drauf sind und es sind immer auch nochmal Anwendungshinweise drauf. Also braucht man für dieses Produkt dann einen Lichtschutzfaktor oder zu welcher Tages- und Nachtzeit sollte man es verwenden. Das, was ich euch als erstes vorstellen möchte, ist eine Säure und zwar das Overnight Exfoliating Treatment, also ein sozusagen Peeling, ein chemisches Peeling, das ihr über Nacht anwenden könnt. Und das enthält 10% AHA- und BHA-Säuren. Jetzt ist das, was an The Ordinary ja viele Leute so spannend finden, eben genau dieser Aspekt mit den Säuren. Nur ist es bei The Ordinary meiner Meinung nach mehr so, dass auf reine Säuren geachtet wird. Also man kann zum Beispiel reine Milchsäure kaufen oder einen reinen Glykolsäuretoner. Das ist hier eben nicht so, sondern ihr bekommt in diesem Produkt gemischt AHA und BHA. BHA ist in der Regel immer die Salicylsäure, wohingegen hier außerdem noch Glykol und Milchsäure enthalten sind als AHA-Säuren. Die AHA-Säuren, die sind eher oberflächlich, die lösen eure Hautschüppchen ab, wohingegen die Salicylsäure eher so Poren ausreinigend wirkt. Genau. Man verwendet dieses Produkt ausschließlich abends und es ist eminent wichtig, dass ihr bei der Verwendung von Säuren tagsüber einen Sonnenschutz verwendet. Das ist was, wozu kriege ich die meisten Fragen. Und Leute, nur weil ihr einmal des Abends verwendet und am nächsten Tag dann den Sonnenschutz drauf tut, nehmt einfach immer Sonnenschutz. Gewöhnt euch einfach an. Das ist das Mittel gegen Hautalterung. Und ich kann verstehen, dass man am Anfang Sonnencreme im Gesicht nicht so toll findet, aber man gewöhnt sich dran. Keine Sorge. Auf jeden Fall wird auch empfohlen, dieses Produkt langsam in die Routine einzuführen, gerade wenn ihr euch mit Säuren noch nicht auskennt. Der pH-Wert wird bei den Produkten auch immer angegeben, der liegt hier bei 3,58, werde ich jetzt nicht dazu sagen, weil ich glaube, die meisten von euch sind mit pH-Werten Ränder schreiend davon, Chemieunterricht in der Schule. Naja, auf jeden Fall ist dieses Produkt, jetzt kommt meine persönliche Meinung dazu, meiner Meinung nach gut. Also ich komme damit sehr gut klar. Ich habe verschiedene Säuren in Reinform von The Ordinary ausgetestet. Ich habe auch von The Ordinary diese ganz krasse Maske.
die eben 30% AHA enthält, ausgetestet. Und dementsprechend bin ich jemand, der an Säuren gewöhnt ist und das auch davor jetzt irgendwie nicht Angst hat, weil meine Haut kennt es sozusagen. Dieses Produkt finde ich tatsächlich ganz gut. Ich finde es jetzt nicht weltverändernd, weil ich kenne von The Ordinary, ich benutze zum Beispiel gerne die 10%ige Milchsäure oder so, aber ich finde es gut, dass hier verschiedene Säuren kombiniert werden. Der Vorteil von The Ordinary ist, ihr könnt euch wirklich genau raussuchen, okay, Poren reinigen brauche ich jetzt nicht, okay, dann lasse ich die BHA mal weg, aber eher sowas Hautschüppchenlösendes, dann zum Beispiel BHA gibt es bei The Ordinary in Reinform, dann nehme ich eben nur eine Milchsäure oder so. Hier kriegt ihr das kombiniert in einem Produkt. Problem, es steht drauf, es sind 10%. Man weiß aber nicht so genau, 10% von was, ja. Wenn ich jetzt auf die Verpackung hinten drauf gucke, vielleicht ist es mittlerweile beim Produkt geändert und ich habe eine ältere Variante, dann sehe ich, hier steht Wasser, Glykolsäure an zweiter Stelle schon, ja. Aber um die anderen Säuren zu finden, brauche ich dann schon eine Weile, also Salicylsäure, ja. Genau. Und was an den Produkten von The Ordinary am Anfang sehr, sehr bemängelt wurde, da sind sie jetzt aber mittlerweile dabei umzustellen, ist, dass die parfümiert waren. Das sieht man an diesem Produkt, wie gesagt, schon ein bisschen älter auch. Und zwar sind hier verschiedene Limonen, Orangen, Bergamotte und Grapefruitöl enthalten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Leute, ich rieche das 0,0. Naja, es riecht so ein bisschen sauer. Aber es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass es bombastisch parfümiert ist. Ja. Solche Produkte sollten nicht parfümiert sein. Da sind wir uns einig und das hat, glaube ich, Good Molecules auch als Kritik verstanden. Ich muss aber sagen, als Einsteigersäure, wenn ihr jetzt keinen so wirklich spezifischen Sachen habt, die ihr behandeln wollt, dass ich sagen würde, okay, ich nehme jetzt nur Salicylsäure, finde ich das Produkt sehr gut. Ich bin damit eingestiegen, ich benutze es so 2 bis 3 Mal pro Woche, eher 2 Mal abends und gehe dann danach mit meinem Gesichtsöl drüber. Muss ich sagen, finde ich gut, würde ich eventuell auch nachkaufen, ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, das würde ich zum Beispiel mit den Produkten von The Ordinary nicht erreichen können. Dann nehmen wir als nächstes die Säure zur Hand, die ich eigentlich jeden Tag jetzt tagsüber verwendet habe. Dementsprechend bin ich auch schon hier. Das ist überhaupt keine Säure, was erzähle ich. Das ist das Daily Brightening Serum, also ein aufhellendes Produkt. Und die Hauptingredienzien hier drin sind die Hyaluronsäure und Beta-Arbutin. Arbutin-Produkte, das kennt man auch bei The Ordinary. Es gibt auch reines Alpha-Arbutin mit Hyaluronsäure drin. Das sind ganz klassische Produkte, die Pigmentflecken aufhellen können. Die allgemein, wenn ihr so, ja, wenn ich Akne habe, dann habe ich davon 3 Jahre was, weil der dunkle Schatten einfach nicht weggeht. Und das ist tatsächlich etwas, was mir weitergeholfen hat. Also dieses Daily Brightening Serum ist sehr angenehm für tagsüber. Es macht unter dem Make-up überhaupt nichts aus. Und ich habe langfristig sehr stark gemerkt, was aber auch an einem anderen Produkt hier dran mitliegt, dass ich eine viel, viel insgesamt ruhigeres Hautbild bekommen habe. Also ich benutze das jeden Morgen. Hier an der Seite haben wir auch noch nicht die Auflistung, aber auch hier kommt das Arbutin direkt nach dem Wasser. Man kann dieses Daily Brightening Serum morgens und abends verwenden. Ich nehme es morgens, weil ich die anderen beiden Serien einfach abends im Wechsel verwendet habe. Und hier steht auch drauf, kann man täglich benutzen. Das ist nichts, was eure Haut reizt. Wenn ich jetzt dieses Exfoliating Treatment hier benutzt habe, dann habe ich schon gemerkt, dass meine Haut so ein bisschen bitzelt. Ja? Es gibt Leute, die merken angeblich davon nichts. Ich merke diese Säurewirkung auf der Haut, wenn sie etwas höher dosiert ist, in der Regel schon. Also dieses Daily Brightening Serum ist gerade was, wenn ihr mit Pigmentflecken zu kämpfen habt, auch mit so Aknenarben, was ihr euch wirklich mal anschauen könnt. Aber wie gesagt, auch dazu gibt es entsprechend ein Produkt bei The Ordinary. Im Preisvergleich muss ich sagen, finde ich die Marke ein bisschen schwierig, weil man muss das hier in den USA bestellen. Es wird immer in Dollar angegeben, der Umrechnungskurs ist immer anders. Und ich habe das Gefühl, die Preise von The Ordinary haben, seit ich angefangen habe, das zu kaufen, bis jetzt deutlich angezogen, bis dazu, dass man das Zeug in Deutschland gar nicht mehr bekommt, dass das wochenlang ausverkauft ist. Was ich richtig, richtig krass finde. Und das kriegt ihr jetzt für 9 Dollar. Das Produkt von The Ordinary bewegt sich ungefähr im gleichen Rahmen. Das soll versprechen, dass man strahlende, junge Haut hat, indem eben dieses Arbutin die Melaninproduktion hemmt. Also Melanin ist der Farbstoff, der eure Haut dunkler macht. Ich bin jemand, ich habe nicht besonders viel Melanin, wie man vielleicht sieht, sondern bei mir ist es halt auf einzelne Stellen dann sozusagen begrenzt. Und dadurch, dass eben auch so viel Hyaluronsäure enthalten ist, soll es vom Austrocknen gleichzeitig schützen. Auch das finde ich ein Produkt, das man durchaus weiterverwenden kann. Also würde ich auf jeden Fall auch nachkaufen, weil ich diese Arbutin-Geschichte schon ganz gut finde. Ich habe auch ein Produkt von The Ordinary mit Vitamin C drin, wo auch Arbutin enthalten ist. Aber da muss ich jetzt persönlich sagen, da sehe ich das Vitamin C im Vordergrund. Ich hatte noch kein reines Arbutin-Produkt.
also wo nur Hyaluronsäure drin ist. Übrigens ist Hyaluronsäure keine Säure. Es wird mich so oft auch gefragt, hey, aber bei Hyaluronsäure muss ich da auch einen Sonnenschutz verwenden? Nein, das ist eine wirkliche pflegende Substanz und eben nicht so eine Säure wie Glykolsäure, Milchsäure, obwohl das alles auf Säure endet. Genau, so viel zum Daily Brightening Serum. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, das ich eigentlich, und danach könnt ihr eigentlich abschalten, nein, es bleibt auch noch interessant, das mich von diesen ganzen Produkten am meisten geflasht hat und auf das ich nicht mehr verzichten werde. Und zwar, ich war so traurig in den letzten Monaten, dass ich das nie in den Monatsfavoriten zeigen konnte. Und jetzt kann ich es endlich. Jetzt werde ich es tun, weil ich wollte ja doch dieses Video nicht vorher spoilern. Es geht um das Discoloration Correcting Serum. Super, Anna. Discoloration Correcting Serum. Und das ist meiner Meinung nach ein Produkt, das den Markt, soweit ich ihn überschaue, das hier einzigartig ist. Also sowas gibt's auch überhaupt nicht von The Ordinary. Tatsächlich ist das eine weiterentwickelte Version. Ich habe die einmal zugeschickt bekommen, einmal hatte ich sie auch selbst bestellt. Und hier ist eben diese Nothing to Hide Ingredient List drauf, wo ihr dann wirklich genau die Dosierungen sehen könnt. Dieses Discoloration Correcting Serum kostet $12, ist nicht so ganz günstig, aber das ist eben genau auch für so einen unebenen Hautton, für Hyperpigmentierungen geeignet und kann auch vorbeugend wirken. Der Inhaltsstoff, der da drin ist, ist die Tranexamsäure. Tranexamsäure ist was ich persönlich nur medizinisch zur Blutstillung ehrlich gesagt kannte. Es ist hier auch nicht die normale Tranexamsäure drin, weil die eben nicht in die Haut so gut aufgenommen wird, sondern es ist hier enthalten Cetyltranexamat-Mesylat. Alle, die jetzt nicht Chemie studieren, inklusive mir, sind jetzt raus, aber es ist auf jeden Fall ein Tranexamsäure-Derivat. Und es ist auch noch Niacinamid enthalten. Niacinamid ist ja auch ein, zum Beispiel was man ganz klassisch von The Ordinary kennt. Auch davon gibt es übrigens von Good Molecules ein Serum und auch ein Puder mit Niacinamid. Und dieses Produkt hat mich wirklich, wirklich, wirklich geflasht. Man kann es morgens und abends verwenden, aber ich nehme es aktuell oder jetzt in meiner Testphase eigentlich immer abends und dann zweimal in der Woche ungefähr dieses Exfoliating Treatment. Und ich muss sagen, ihr könnt mich jetzt leider gerade nicht ungeschminkt sehen, weil das habe ich irgendwie vergessen. Meine Haut ist so, so signifikant besser im Wangenbereich. Das kann ich gar nicht aussagen. Ich hatte immer hier von meinen ganzen Akne der letzten Monate noch die Narben. Es sah wirklich, wirklich furchtbar aus. Ich musste tatsächlich mit einem Concealer extra nochmal, auch nachdem ich Foundation aufgetragen habe, hier drüber gehen, um das abzudecken. Nicht, weil da aktuelle Pickel waren, sondern weil da alte waren und man die durch die Foundation durchgesehen hat. Und das ist weg. Wirklich. Ich habe mich vorhin geschminkt. Ich habe mal Foundation draufgetan. Manchmal sind das so Momente, wo ich mir denke, so krass, was so ein Produkt auch bewirken kann. Und ich bin jetzt niemand, der Dinge so mega hochhält. Das kennt ihr vielleicht auch aus meinen Videos. Auf jeden Fall habe ich hier unten zwei Pickel, habe ich Concealer drauf, hier, und da habe ich einfach nichts gemacht. Boom. Ja. Und das schreibe ich hauptsächlich diesem Produkt zu. Das benutze ich tatsächlich seit Anfang August und muss sagen, es hat sich seitdem wirklich, wirklich sehr, sehr stark verbessert, ja. I'm in love, was soll man machen? Man kann sie eben morgens und abends verwenden und hier hinten wird es auch nochmal erklärt. Der heißt TX Vector, heißt dieser Inhaltsstoff. Und ist offenbar sehr, sehr innovativ und das ist definitiv das Produkt, das ich euch von allem am meisten weiterempfehlen würde. Also wenn ihr ähnliche Probleme habt, Leute, das wird sie lösen. Hier ist übrigens ganz spannend auch drauf, eben die Verbesserungen, die zur Variante davor getroffen wurden. Es ist meiner Meinung nach eben eine neue Sorte von der Tranexamsäure reingekommen, die noch wirksamer sein soll. Und dann haben sie auch so ein bisschen verschiedenen EDTA und so Füllstoffe haben sie rausgenommen. Ja, ich finde dieses Produkt wirklich gut. Also das ist so eine milchige Textur. Ich kann es euch mal aufmachen. Kommt so lichtgeschützt verpackt. Habe ich euch das eigentlich schon in die Kamera gehalten? Ich weiß es schon gar nicht mehr vor lauter Begeisterung. Und da ist so ein milchiges Serum drin. Ja? Und das gebt ihr euch dann einfach aufs Gesicht. Das brennt nicht, davon merkt ihr nichts. Dafür braucht ihr im Prinzip auch allein keinen Sonnenschutz. Ja. Und ich bin einfach von diesem Produkt zu 100% überzeugt. Ich habe sie einmal selber gekauft und einmal zugeschickt bekommen. Und ich dachte erst, ich verlose das mal oder gebe es dann irgendjemandem, aber das werde ich nicht machen. Ich werde das behalten. Ich finde dieses Produkt wirklich mit das Innovativste, was ich dieses Jahr oder auch generell in letzter Zeit auf dem Skincare-Markt getestet habe. Wir machen weiter mit einem weiteren Produkt, auf das ich sehr, sehr gespannt war. Und zwar geht es um einen Toner. Das ist der Niacinamide,
Brightening Toner, also ein aufhellender Toner, der eben Niacinamid enthält. Ich hatte es vorher schon mal von Niacinamid. Es gibt das eben auch bei The Ordinary als Serum und ich mochte das wirklich tatsächlich super, super gerne. Es gibt eben bei Good Molecules auch ein Serum damit, es gibt auch ein Puder damit, aber ich hatte eben den Toner mal zugeschickt bekommen, deswegen hatte ich jetzt den ausgetestet und ich muss wirklich sagen, auch von dem bin ich sehr, sehr überzeugt und denke drüber nach, ihn mir nachzukaufen. Der enthält neben Niacinamid auch Arbutin, das hatten wir ja vorhin schon, als aufhellenden Wirkstoff und auch eine stabile Form von Vitamin C. Ich kann euch hierzu auch mal die Verpackung zeigen. Ich finde auch das Design einfach schön. Auch das ist noch die alte Variante, wo ihr eben sehen könnt, dass die nicht in der Tabelle aufgelistet sind. Hier ist tatsächlich aber auch Niacinamid, der dritte Inhaltsstoff nach Glycerin und Wasser. Genau. Und das ist ein Produkt, auch das könnt ihr morgens und abends verwenden. Und das soll eben ganz speziell dafür sorgen, dass Poren minimiert werden. Das ist der klassische, ja, das klassische Benefit von Niacinamid. Soll aber gleichzeitig auch glätten und aufhellen. Dafür sorgen Vitamin C. Und eben auch das Arbutin. Und das vierte, was als wichtiger Inhaltsstoff enthalten wird, ist der Süßholzwurzelextrakt. Schwieriges Wort. Und der hemmt eben auch die Melaninproduktion, was gleichzeitig dafür sorgt, dass ihr entsprechend weniger so Hyperpigmentierungen oder sowas habt. Also ihr merkt, ich habe drei verschiedene Produkte verwendet, die im Prinzip so denselben Ziel haben. Aber ich wusste ja, dass dadurch, dass meine Haut am Anfang schon signifikant besser war, dass ein großer Teil eben an diesem hier liegt, also an diesem Discoloration Correcting Serum. Ich mag den aber auch gern. Ich finde, der bitzelt so leicht auf der Haut und das ist so ein Toner, der ist nicht so ganz flüssig wie Wasser. Das bedeutet, ich habe den am Anfang auf ein Wattepad aufgegeben, davon bin ich aber weggekommen und tue den mittlerweile einfach in meine Handfläche so ein bisschen rein und trage ihn mir so aufs Gesicht auf und dann ist er auch weggezogen. Er ist alkoholfrei, man kann ihn morgens und abends verwenden. Ich verwende ihn aktuell jeden zweiten Tag morgens. Anderen Tagen verwende ich einfach so einen beruhigenden Toner, so ein bisschen für mein Gesicht. Der ist mit $14 recht teuer, meiner Meinung nach, aber lohnt sich irgendwie schon. Ich finde auch die Flasche super schön. Wow, was für ein intelligenter Kommentar. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass auch das ein Produkt ist, wo ich sagen muss, auch im Stirnbereich merke ich, dass ich wieder Niacinamid einsetze, weil ich hatte davor die Sachen von The Ordinary nicht mehr so regelmäßig verwendet und da habe ich es jetzt wirklich gemerkt, dass auch hier die Poren an der Stirn besser aussehen. Und wir kommen jetzt noch zum letzten Pflegeprodukt, bevor wir uns dann der Reinigung widmen. Da geht's um ein Öl. Good Molecules hat verschiedene Öle, zum Beispiel auch ein Squalanöl, so gemischte Öle. Und ich hatte mal zugesendet bekommen, hätte ich mir vermutlich nicht selber gekauft, bin ich ganz ehrlich, das Pure Cold Pressed Rosehip Seed Oil. Also das ist ein Hagebuttenöl, das eben kalt gepresst wurde. Das ist vor allen Dingen antioxidativ und soll Vitamin A liefern, natürliches, und die Haut Elastizität verbessern. Auch dieses Öl hier ist ein ganz klassischer Inhaltsstoff für unreine Haut. Also entweder man liebt Hagebuttenöl in der Hautpflege, weil es gibt Leute, die kriegen davon auch ganz schlimme Ausbrüche, oder man hasst es. Ich gehöre zu den Leuten, ich habe beschlossen, es zu lieben. Das ist eben so ein ganz kleines Fläschchen, 13 Milliliter. Und da muss man wirklich sagen, da merkt man einen deutlichen Preisunterschied zu The Ordinary. Also da ist das Rosehip Seed Oil definitiv teurer. Ich finde es von der Konsistenz tatsächlich so mittelflüssig für ein Öl. Also es gibt ja diese ganz festen Öle und dann diese, ja, die so ganz, ganz leicht sind. Zum Beispiel Hanföl finde ich sehr leicht. Ich muss sagen, mir hat es super, super gut gefallen. Ich habe es teilweise auch als Tagespflege tagsüber getragen, wenn ich es eben nicht geschminkt war, weil sonst, ich finde Öle unter Make-up ehrlich gesagt unangenehm, aber ansonsten habe ich das eben entsprechend abends über diese beiden Serien hier aufgetragen. Da sind 13 Milliliter drin, das ist sehr wenig. Jetzt muss man aber sagen, Good Molecules macht da eine große Kampagne draus, dass sie eben diesen Erntehelfern, den Leuten, die eben diese Hagebutten ernten, einen sehr fairen Lohn zahlen. Da hatte ich eben auch mal so eine Kampagne bekommen und das finde ich persönlich sehr gut. Klar kann man das irgendwie nicht nachweisen oder so, aber finde ich auf jeden Fall einen schönen Ansatz, dass darauf zumindest aufmerksam gemacht wird. Und ich muss sagen, ich war ja bislang sehr beim Hanföl als Öl für unreine Haut und muss jetzt sagen, dass eben dieses Hagebuttenöl wirklich für mich auch ganz, ganz toll war, weil es einfach doch relativ schnell wegzieht, genügend Fettigkeit mitbringt, aber es jetzt nicht so ist, dass ich am nächsten Morgen aufwache und immer noch so eine Fettschicht auf dem Gesicht hat. Also es zieht gut ein. Und da muss ich wirklich sagen, das ist auch super, wenn ihr so ein bisschen Unreinheiten, Verfärbungen habt. Das soll das nämlich auch langfristig letztlich reduzieren. Da muss ich jetzt sagen,
da kann ich vielleicht nach so einem, ja, nach zwei Drittel von diesem Fläschchen jetzt nicht so die Bombenaussage drüber treffen. Aber ja, muss man wohl monatelang einfach verwenden. Ist aber auch ein Produkt, das mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Jetzt hatte ich euch gerade erzählt, wir sind mit der Gesichtspflege am Ende. Das stimmt aber gar nicht, denn ich möchte euch noch eine Tagescreme vorstellen. Und zwar habe ich hier den Silicone Free Priming Moisturizer. Also eine Feuchtigkeitspflege für tagsüber, die gleichzeitig auch noch euren Primer beim Make-up mit integrieren soll. Der ist aber tatsächlich silikonfrei. Ja, ganz viele von diesen glättenden, porenauffüllenden Primer enthalten ja Silikon. Und Good Molecules hat eben eine pflanzenbasierte Alternative zu diesem Silikon gefunden. Außerdem ist enthalten Shea-Butter und Macadamia-Nussöl. Und es soll eben die Haut hydrieren, glätten und gleichzeitig auch ernähren. Ich muss sagen, ich finde die tatsächlich nicht schlecht. Es ist aber nicht für mich ein Produkt, das ich jetzt dauerhaft verwenden müsste. Man kann, es ist wirklich auch darauf angelegt, dass man es gut kombinieren kann mit anderen Produkten. So sieht übrigens die Außenverpackung hier aus. Man kann dann eben auch seine Sonnencreme drüber auftragen, was für mich dann irgendwie diesen Priming-Benefit schon wieder so ein bisschen wegnimmt. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir diese Creme nicht pflegend genug war. Ich finde, sie hinterlässt ein super schönes Hautgefühl. Also das, was man von Silikonen kennt, daran kommt es absolut dran mit dieser Pflanzenalternative. Aber ich persönlich hätte für tagsüber gern noch einen Tick reichhaltiger was gehabt. Ich bin dann mit meiner Sonnencreme drüber, dann ging es meistens wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wow, meine Haut hat sich wirklich perfekt gepflegt angefühlt. Das geht aber vielleicht auch auf die Kosten dessen, dass es einfach gleichzeitig auch ein Primer sein soll. Genau. Ich finde auf jeden Fall die Bottle hier super schön. Ihr seht auch, wie weit ihr schon seid. Ich bin jetzt mittlerweile hier. Genau. Lässt sich super leicht auftragen, zieht gut ein, hat einen super angenehmen Pumpspender auch. Ja, und da muss ich auch sagen, das ist ein Produkt, das ich jetzt nicht so unverzichtbar finde. Also ich würde es jetzt nicht von meinem eigenen Geld nachkaufen. Ich werde es auf jeden Fall fertig benutzen. Aber ihr habt sicher auch schon gemerkt, dass es jetzt hier in diesem Video Produkte gab, die mich mehr vom Hocker gehauen haben. Weiter machen wir jetzt aber wirklich mit den Reinigungsprodukten. Im Vergleich zu The Ordinary muss man jetzt sagen, es gibt keine Alternative zu sowas. Also das ist sozusagen eine eigene Idee, wenn man jetzt mal von der Grundidee ausgibt, dass Good Molecules sich ein bisschen was bei The Ordinary angeguckt hat. Es gibt den Silikon Primer, tatsächlich einen von The Ordinary, den viele sehr gut finden. Aber ansonsten gibt es so kombinierte Gesichtspflege für tagsüber jetzt eigentlich eher nicht. Ähnlich verhält sich es meiner Meinung nach auch mit den Reinigungsprodukten. Es gibt diesen Squalane Cleanser von The Ordinary, habe ich nicht getestet, habe ich aber auch schon gehört, dass es jetzt nicht so der Oberbringer des Jahrhunderts sein soll. Und von daher finde ich spannend, dass Good Molecules da auch rein investiert hat. Und wir starten mal los mit einem Produkt, das ich mir selbst bestellt habe, weil ich einfach auf solche Produkte stehe. Und zwar den Instant Cleansing Balm. So sieht dieser Tiegel hier aus. Das ist also ein Produkt, das euer Make-up abnehmen soll. So sieht es aus. Es kommt mit einem Spatel daher, der liegt bei mir hier auch gerade noch drin und ist so eine, ja, weiße, trübe Masse. Das riecht auch ehrlich gesagt nicht groß was meiner Meinung nach. Oder ist da Parfüm drin? Ich guck mal nach, immer auf der Außenverpackung. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen was drin. Naja, okay, aber finde ich jetzt persönlich bei Produkten, die man irgendwie von der Haut wieder abweicht, auch nicht so dramatisch. Auf jeden Fall nehme ich mir immer mit diesem Spatel so eine, ja, ich muss sagen, erbsengroße Menge reicht raus und gehe damit auf mein noch nicht angefeuchtetes Gesicht und nehme damit das Make-up runter. Also das nimmt wasserfestes Make-up super mit runter. Ich finde auch, man braucht sehr wenig. Also ich finde dieses Produkt auch tatsächlich wirklich überzeugend. Es soll natürlich neben auch irgendwie Make-up jetzt auch dann die Luftverschmutzung oder so von eurer Haut entfernen, bla bla. Auf jeden Fall sind hier als Inhaltsstoffe und als Öle drin Shea-Butter, das Sanddornöl und das Kamillenöl. Und ich finde wirklich, dass es ein super, super angenehmes Produkt ist. Das würde ich mir definitiv auch wieder nachkaufen. Ja, es riecht so ganz angenehm, aber man muss schon deutlich reinriechen. Und es nimmt, wie gesagt, Make-up gut ab. Also da hatte ich schon Cleansing Balms, die das definitiv schlechter gemacht haben und ich habe mittlerweile, glaube ich, bei Cleansing Balms einen ganz guten Überblick, muss ich sagen. Ja, also auch das kann ich euch definitiv weiterempfehlen. Es gibt, glaube ich, auch Mini-Größen von den Produkten. Es gibt dann auch Sets, da könnt ihr dann drei kaufen. Es gibt auch Sets, wo die Produkte untereinander kombiniert sind, dass ihr dann sozusagen ein Set habt mit allen Ölen oder eins, das speziell auf Hyperpigmentierung oder so ausgerichtet ist.
Ja, also Cleansing Balm auf jeden Fall eine Empfehlung. Was ich auch getestet habe, womit ich mir aber nicht zu 100% sicher bin, ist tatsächlich eine feste Gesichtsreinigung hier. Das ist der Clarify and Cleanse Bar. Schwierig. Das ist also wie so eine Art Seife. Es ist aber keine Seife, bevor jetzt alle wieder kommen und mich schimpfen. Es ist tatsächlich nicht wie eine Seife hergestellt. Riecht so ein bisschen, ja, ich finde so ein bisschen herb. Und das ist eine Seife, die schäumt ihr zwischen euren Händen auf, nehmt einen Schaum und wascht damit euer Gesicht. Mache ich momentan unter der Dusche, klappt sehr gut meiner Meinung nach, lässt sich gut aufschäumen und hinterlässt auch nicht dieses seifige Gefühl eben auf der Haut. Denn das ist eben keine Seife, denn sie ist pH-balanciert, bringt eure Haut also nicht bei der Reinigung groß aus dem Gleichgewicht, soll nicht austrocknen, soll eben Unreinheiten vorbeugen, ohne dass eure Haut danach spannt. An Inhaltsstoffen finde ich persönlich super interessant. Die Salicylsäure, also die BHA, enthalten, genau wie Teebaumöl, soll beide so ein bisschen antibakteriell und adstringierend wirken, also dass sich Gefäße eher so zusammenziehen. Es ist Kaolin dabei, das ist die Tonerde, die speziell eben gegen Talgbildung helfen soll. Kakaopulver, fand ich super interessant. Das soll gegen Rötung und Entzündung wirken. Genau wie Hagebutten und Traubenkernöl für den Feuchtigkeitshaushalt da sind und für Elastizität sorgen sollen. Ich muss sagen, ich kannte mich mit dieser Art von Reinigung, aber das liegt jetzt einfach nicht am Produkt, sondern daran, dass ich mit fester Gesichtsreinigung noch nicht so viel Erfahrung habe. Ich finde es interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich das auf Dauer machen wollen würde. Aber das dachte ich mir bei festem Shampoo am Anfang auch. Es kommen ja jetzt auch immer wieder, so sieht die Umverpackung aus, kommen ja auch immer wieder jetzt so neue feste Gesichtspflegeprodukte auf den Markt. Und ich finde es für 8 Dollar auch okay, wenn ihr mal überlegt, wie lange man sowas braucht, um es zum Händewaschen leer zu machen, braucht man ja fürs Gesicht gefühlt noch länger. Ja. Also muss ich sagen, das ist so das Produkt, wo ich mir mit meiner Meinung so am wenigsten sicher bin. Also ich habe natürlich jetzt lang gewartet, bis ich alles getestet habe, aber da dachte ich mir so, ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Und jetzt zeige ich euch noch das neueste Produkt, wobei es, glaube ich, mittlerweile von diesen Cleanse Bars hier den Hydrate and Cleanse Bar gibt, also der nicht eben ausreinigend wirken soll, wie die Clarify-Variante. Den gibt's noch, den habe ich jetzt nicht. Aber das letzte, was mir zugesendet wurde, ist gar nicht so lang her. Und zwar ist auch das ein Reinigungsprodukt. Ich hatte euch das auf Instagram vorgestellt. Es geht um das Rosewater Daily Cleansing Gel. A gentle cleanser to balance and brighten skin. Also das ist ein ganz normales Reinigungsgel. Ihr seht, das ist irgendwie so ein bisschen, wenn ihr seht, es ist so sehr, sehr jelly meiner Meinung nach. Und hier hat Good Molecules auf eine Glasflasche gesetzt. Also diese kleinen Sachen sind auch Glas, der Toner, aber sonst zum Beispiel das hier ist in Plastik verpackt. Bei dieser Kampagne haben sie eben auf die Plastikreichtum der Welt aufmerksam gemacht und eben angekündigt, dass sie langfristig viele Produkte eben auf Glas umstellen möchten oder halt auf andere Verpackungsalternativen, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. So, reden wir über das Rosewater Daily Cleansing Gel. Das ist auch ein pH-neutrales Produkt, das so sehr, sehr als sehr, sehr mild beworben wird. Es soll eben weder Trockenheit noch Spannungsgefühl hervorrufen. Es enthält Rosenwasser zur Klärung. Da muss ich jetzt aber sagen, das ist ungefähr 1%. Das geben sie aber halt auch dann an. Dann wisst ihr, okay, das ist jetzt nicht 70% Rosenwasser, ja. Obwohl man gar nicht weiß, ob man mit sowas reinigen könnte. Außerdem enthält es Ananasextrakt. Wie sympathisch. Und ist auch fürs Double Cleansing geeignet. Das bedeutet, ich könnte als erstes das verwenden und dann hinterher das. Und was ich an diesem Produkt in der Anwendung sehr, sehr besonders fand, war, ihr nehmt es in die Hand, tragt es auf euer Gesicht auf und es schäumt nicht so krass, sondern es bildet sich eher so wie so eine weiße Cremeschicht auf eurem Gesicht. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es auch nicht reizend. Also das, was sie versprechen, halten sie gewissermaßen irgendwie auch, dass man einfach sagen kann, es ist jetzt wirklich nicht so, ihr kennt alle diese Waschgels, wo man dahinter der so denkt, so, okay, hätte ich mir auch mit Seife das Gesicht waschen können oder wenn man seinen Körper irgendwie mit Seife wäscht oder so, das hinterlässt ja manchmal auch so ein bisschen unangenehmes Gefühl. Auf jeden Fall hat mir der sehr gut gefallen. Ich habe nicht damit double gecleansed, sondern ich habe den morgens zur Reinigung verwendet und abends eben diesen Cleansing Balm. Und muss sagen, ich kann jetzt über die Make-up-Entfernung, aber dafür ist er jetzt natürlich auch eigentlich nicht gedacht, nicht viel sagen. Muss aber schon zugeben, dass es wirklich meine Haut sehr, sehr angenehm zurückgelassen hat. Ich muss jetzt sagen, so Reinigungsprodukte, da schlägt mein Herz jetzt nicht so krass für, außer für Cleansing Balms. Aber gerade auch die Serien und so haben mich insgesamt überzeugt, sodass letztlich mein Fazit zu den Produkten von Good Molecules ist, dass ich wirklich, wirklich begeistert bin. Also, es gibt Produkte,
die waren mal parfümiert, da sind sie dabei, das umzustellen. Ich finde es irgendwie so gut, dass die irgendwie auch drauf hören. Also die sagen, okay, nee, wir tun dieses Parfüm raus, das ist offenbar nicht angekommen, gut angekommen. Wir gucken, dass wir diese Listen hier drauf machen. Wir machen uns Gedanken, wie werden die Leute bezahlt, die für uns das, die Rohstoffe ernten. Was machen wir mit diesem ganzen Plastikzeug? Ja? Also insgesamt finde ich habe das Gefühl, die sind sehr dynamisch als Marke. Die fahren nicht einfach irgendeinen Stiefel, sondern versuchen wirklich mit der Zeit zu gehen und auch gewissermaßen, natürlich sind sowas wie faire Bezahlung und so, das sind irgendwie Trends und mit denen kann man sich natürlich auch als Marke profilieren, aber ja, letztlich profitieren alle davon. Und dementsprechend muss ich sagen, dass ich meinen ganzen Test mit Good Molecules im Nachhinein sehr, sehr als positiv betrachte. Es gibt wenig Produkte, die tatsächlich einen direkten Vergleich zu The Ordinary, glaube ich, überhaupt bedürfen, weil das Konzept anders ist. Also die Reinigungsprodukte davon gibt es bei The Ordinary eigentlich gar nicht so viele. Maximal eben diese Serien oder auch die Toner oder auch die Öle. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte noch nie ein Öl von The Ordinary. Ja, ich muss aber sagen, es gibt definitiv Produkte, die ich nachkaufen werde. Dazu zählt einmal definitiv das hier, das finde ich mit Abstand das beste Produkt. Ich könnte mir gut vorstellen, den Cleansing Balm nachzukaufen, den Toner nachzukaufen, das Brightening Serum nachzukaufen. Und es hat mich jetzt definitiv auch auf den Geschmack gebracht, eben diese kaltgepressten Öle, also diese Hagebuttenöle, ich habe immer Rosehip im Kopf und komme da nicht aufs deutsche Wort, mal auszuprobieren oder länger zu verwenden. Also von daher hat mir der Test wirklich Spaß gemacht und meine Haut hat es mir richtig gedankt. Jetzt muss man natürlich sagen, Haut ist von so viel abhängig, vom Stresslevel, von eurer Ernährung, von eurer, wie viel trinkt ihr. Und manchmal weiß man es auch einfach nicht, warum es gerade scheiße läuft mit der Haut. Aber bei mir persönlich lief es mit den Produkten einfach gut. Und ich werde das jetzt natürlich auch weiter beobachten und dann gegebenenfalls nachberichten. Wobei ich schon sagen muss, ich finde, dass man da seit 2,5 Monaten, da kann man eigentlich schon eine ganz gute Aussage treffen mit den Produkten. Genau. Ich freue mich, das war jetzt ein Mördervideo. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Was interessiert euch vielleicht noch mehr? Habt ihr was ausprobiert? Das ist jetzt eine Marke, die ist natürlich im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so super bekannt. Aber ich muss sagen, die Bestellung hat mir wirklich keine Probleme gemacht. Ich hatte jetzt diesen Monat wirklich große Probleme mit einer Pixi-Bestellung aus Großbritannien. Aber die Sachen, als ich bei Beautylish bestellt habe, das ging super schnell. Ich hatte eine super Sendeverfolgung und ich wusste immer, wo das Teil ist und wann es kommen wird. Und also von daher, da kann ich definitiv weiter empfehlen zu bestellen. Beautylish hat ja auch noch andere Marken. Aber wie gesagt, dieses Video ist keine Werbung. Ja, ich krieg dafür nichts, ist meine eigene Entscheidung. Und nur für ein paar Produkte habe ich halt nichts bezahlt. Ja, aber es gibt keinerlei Absprachen. Good Molecules wird von diesem Video auch überrascht. Zumal es da vermutlich keiner versteht, was ich rede. Aber egal. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wie gesagt, lasst Feedback da, Daumen nach oben, Abo, was ihr möchtet. Falls ihr euch mehr für The Ordinary interessiert, da gibt es auch auf meinem Kanal mehr Videos und da möchte ich auch nochmal was dazu machen. Falls euch das interessiert, dann schreibt es auch gerne, vielleicht auch direkt, was euch noch zur Hautpflege interessieren würde. Und jetzt höre ich auf zu reden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!